Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 10a und 10b. Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Erbschaftssteuer, Privilegien bei Milliardenerbschaften streichen. Sowie Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Erbschaft und Schenkungssteuer abschaffen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich bitte, Platz zu nehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Christian Görke für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jedes Jahr werden Vermögen von rund 400 Milliarden Euro vererbt. Übrigens nur 7 Milliarden Euro, damit 1,8% im Osten. Häuser, Erspartes, Yachten, Aktien, Firmenanteile können viele Glückliche zum Teil leistungslos einstreichen. Man muss manchmal nur in der richtigen Familie geboren werden. Gerecht wäre es, dass die, die richtig viel erben, auch mehr Steuern zahlen. Schließlich sind die Steuertarife progressiv und müssten natürlich mit der Erbschaft ansteigen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Erbschaftssteuer, meine Damen und Herren, ist zur dummen Steuer geworden, weil Sie als Union und Sie, das tut mir leid, das muss ich heute sagen, Sie als SPD dafür gesorgt haben, dass die großen Erbschaften, dass wir da besonders viele Schlupflöcher haben. Je fetter das Erbe, desto mickriger der Steuersatz. In den letzten Jahren lag der effektive Steuersatz bei Erbschaften und Schenkungen zum Beispiel bei 500.000 Euro im Schnitt bei 12,9% und für solche über 20 Millionen aber nur bei 2,8%. Und ich frage Sie, wo knallen denn da die Korken? Genau bei denen, die schon viel haben und sich dann auch noch arm rechnen können und damit natürlich auch der Steuerforderung entkommen. Und die Zahlen, meine Damen und Herren, die lügen nicht. Seit der Steuerreform, seit 2009, wurden Firmenvermögen in Höhe von 409 Milliarden Euro steuerfrei vererbt. 260 Milliarden davon allein an einen kleinen elitären Kreis von 3.630 Personen in Deutschland. Ohne Privilegien hätten Sie eine Steuer von mindestens 27% entrichten müssen und nach Adam Ries 10 Jahre. Und entsprechend auch dem Aufkommen von ca. 7 Milliarden Euro, wären das 70 Milliarden, die dem deutschen Fiskus und vor allen Dingen den Ländern hier entgangen sind. Und da fällt mir einiges ein, was wir hier hätten finanzieren können. Übrigens irre ist, dass 46 dieser 409 Milliarden wurden an Kinder unter 14 vererbt. Und 40 dieser Kinder konnten sogar ein Vermögen von mehr als 800 Millionen Euro einstreichen. Und alle kennen den Trick, denn die Kinder haben eben kein verfügbares Vermögen, aus dem dann die Steuer bezahlt werden kann. Und dass dann noch Kinder im Grundschulalter Teilhaber von Firmen werden, um dann Steuern zu sparen, widerspricht wirklich dem Geist des Gesetzes. Und wir müssen uns eigentlich für dieses Gesetz aus dem Jahre 2009 der Novellierung auch noch schämen. Und nur noch ein Leckerbissen. 2020 hat die Verlegerin Friede Springer ihrem Vorstandsvorsitzenden Döpfner 1 Milliarde Euro geschenkt. Wer solche Freundinnen hat, der hat natürlich ausgesorgt. Leider ist es in den Länderkassen, hat es nicht geklingelt. Eigentlich hätte Herr Döpfner mindestens 300 Millionen Euro Steuer zahlen müssen, hat er aber nicht. Denn kurz vor der Schenkung kaufte er Springer Aktien im Wert von 276 Millionen und war dann, ja, dann war sein verfügbares Vermögen so gering, dass ihm die Steuerschuld erlassen wurde. Parallel dazu wurde auch das voluminöse Aktienpaket dann noch als Betriebsvermögen deklariert und damit natürlich auch noch vor der Steuer geschont. Und das, meine Damen und Herren, alles legal. Ich will das sagen, alles legal. Und da bekommen wir als Linksfraktion, ich persönlich, einen dicken Hals, weil diese Ungerechtigkeit, meine Damen und Herren, bis zum Himmel schreit. Geprellt wird die Allgemeinheit, ich sagte schon, jährlich
zwischen 5 bis 7 Milliarden Euro. Eine Frechheit gegenüber den hart arbeitenden Menschen und vor allen Dingen die, die ihren Steuern zahlen in Deutschland. Und deshalb fordern wir, dass diese Privilegien der Großerbschaften endlich gestrichen werden, und zwar sofort. Und insofern freue ich mich auf die weiteren Beiträge und vor allem auf die Debatte im Ausschuss, auf meine Freunde von den SPD und von den Grünen, die, glaube ich, ähnliche Positionen haben. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Tim Klüsendorf für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal freue ich mich wirklich, dass wir heute über die Erbschaftssteuer sprechen. Es ist einiges Richtiges gesagt worden vom Kollegen Görg. Ich muss nur sagen, so ganz zustimmen können wir im Antrag trotzdem nicht. Ich will das gleich erklären. Ich freue mich schon, dass Sie den Antrag einbringen, weil es gibt uns die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Die Chance hätten wir sonst in der Koalition nicht. Also herzlichen Dank dafür. So ganz zustimmen kann ich allerdings nicht, weil ein vierzeiliger Antrag tatsächlich auch mit der Entnahme aller Privilegien für Unternehmensvermögen, für Betriebsvermögen, das ist nicht ganz in unserem Sinne, weil es tatsächlich ja schon darum geht, auch Arbeitsplätze und Wohlstand vor Ort zu sichern. Und wenn der kleine Handwerksbetrieb, der irgendwie nur eine niedrige Summe insgesamt an Vermögen aufweisen kann, dann übertragen wird, dann überfordert doch eine Erbschaftssteuer schon manchmal, dass aktuell man das mit Lohnsumme und auch mit dem Einsatz von Produktionskapital lösen kann und dementsprechend auch privilegiert wird, ist, glaube ich, richtig. Und das wollen wir nicht ganz auflösen. Also von daher wäre unsere Zustimmung auch inhaltlich in diesem Punkt nicht gegeben. Dennoch vielen Dank auf jeden Fall für das Ansinnen. Sie haben richtigerweise gesagt, wenn es heute an der Tagesordnung ist, dass riesige Vermögen, Milliardenvermögen, Betriebsvermögen an Kinder vererbt werden im Grundschulalter oder geschenkt werden in dem Sinne, oder dass Family Offices gegründet werden, Stiftungen gegründet werden, um das Vermögen beiseite zu schieben, dann läuft etwas falsch. Wenn das legal ist und das unsere Ausgestaltung von einer Steuerpolitik ist, dann sehen wir dringenden Handlungsbedarf. Da sind wir ganz mit Ihnen einer Meinung. Ich habe eben schon betont, ja, Herr Brehm, Sie sagen gefährlich. Ich finde es ja gut, dass Sie es einrichten konnten heute bei 3,5 Millionen Nebenverdiensten, dass Sie heute auch anwesend sind. Unabhängig davon, zu Ihnen komme ich gleich. Ich habe eben schon betont, wir sind in der Koalition nicht ganz einer Meinung. Aber ich finde das legitim, dass wir nicht einer Meinung sind. Wir haben im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass wir finanzpolitisch andere Schwerpunkte. Ja, Sie sind aufgeregt, das verstehe ich. Aber es ist doch gut, dass Sie da sind. Es ist so, innerhalb einer Koalition, dass man da unterschiedlicher Meinung ist, ist in Ordnung. Die FDP hat andere finanzpolitische Grundsätze wie wir, das akzeptieren wir. Ich habe das zu einer anderen Debatte auch schon mal erläutert. So wie wir erfordern, dass einer Mindestlohnerhöhung oder einer Wohngeldreform zugestimmt wird, erwartet die FDP zu Recht von uns, dass wir uns an die finanzpolitischen Grundsätze halten. Das tun wir auch. Aber immerhin ist es innerhalb einer Koalition. Sie sind sich ja noch nicht mal innerhalb der eigenen Fraktion einig. Wenn ich jetzt wahrnehme, welche Vorschläge im Zuge des Grundsatzprogramms von der CDU kommen, wo zu Recht der Arbeitnehmerflügel und der linke Teil der CDU sagt, wir haben hier einen Veränderungsbedarf. Es ist ungerecht, wie es momentan ausgestaltet ist. Im Moment ist, glaube ich, die Entwurfsfassung nicht mehr Flat Tax, sondern faire und einfachere Besteuerung. Dann zeigt das ja, dass Sie die Zeichen auch der Zeit erkannt haben. Nur wenn ich dann sehe, wie das innerhalb kürzester Zeit wieder einkassiert wird und vor allen Dingen die CSU zeitgleich in Bayern eine Verfassungsklage macht, weil sie die aktuelle Ausgestaltung der Erbschaftssteuer nicht für gut befindet, dann zeigt das in erster Linie erstmal Ihre Orientierungslosigkeit. Für welche Position stehen Sie denn momentan? Ich weiß nicht, wofür eine Union in der Erbschaftssteuerdebatte steht. Von Flat Tax bis zur kompletten Abschaffung auf dem Weg noch eine Verfassungsklage einbauen aus Wahlkampfgründen, ist alles dabei. So kann man keine Politik machen. Erst recht keine Finanz- und Steuerpolitik, dazu ist sie zu wichtig. Und wenn ich an Ihren Flat-Tax-Vorschlag mal gehe, 10% einfach auf alles, ohne Privilegien, so war im ersten Entwurf ja drin, dann ist es ja auch richtig so, dass er wieder rausgekürzt worden ist. Das ist nämlich der gleiche Fehler, den die Linken auch machen. Es geht um die kleinen und mittleren Vermögen, gerade die Betriebsvermögen, die wir hier schonen müssen, um Arbeitsplätze zu sichern. Sie können nicht einfach sagen, wir besteuern alles genau gleich und es ist vollkommen egal, ob der kleine Handwerksbetrieb mit 2 Millionen Euro Vermögen, Betriebsvermögen besteuert wird oder ob der große Konzern mit 2 Milliarden besteuert wird. Das ist vollkommen richtig, dass Ihnen das wieder rausgekürzt worden ist und das wäre mit uns auch nicht zu machen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich dann sehe, was in Bayern gerade passiert. Zuerst wird argumentiert mit großen Mietshäusern, die übertragen werden. Gleichzeitig argumentieren Sie damit, dass die Freibeträge dringend angepasst werden müssen. Ich habe bis heute nicht verstanden, was bei einem Wohnhaus
mit unterschiedlichen Mietsparteien, in München zum Beispiel mit 10 Wohnungen, das irgendwie 8 oder 10 Millionen Euro wert ist, was da eine Freibetragsanpassung nützen wollen sollte. Sie klagen im Moment dagegen, dass die Freibeträge erhöht werden sollen, dass das regional festgestellt werden soll. Dabei ist das komplett am Thema vorbei. Wie wäre es denn, wenn Sie sich mal mit einer gesunden Mietpreisentwicklung beschäftigen würden? Mit Mieten, die die Menschen auch bezahlen können? Darum geht es doch im Kern. Das andere ist vorgeschoben. Da, wogegen Sie gerade klagen, das würde überhaupt keinen Zweck haben. Sie müssen sich endlich mal dazu bekennen, für ordentliche Mieten in diesem Land zu lösen und nicht das über die Erbschaftssteuer zu regulieren. Und ein letzter Punkt vielleicht noch, weil der auch besonders wichtig ist. Es wird ja immer angesprochen, dass wir keine eigenen Lösungen parat hätten. Und Herr Kollege Brehm hat das eben auch gesagt. Wir haben eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht. Wir haben angesprochen, dass man die Stundungsmöglichkeiten deutlich erweitern sollte. Die sind momentan in der Gesetzgebung deutlich unterrepräsentiert. Wir haben auch vorgeschlagen, dass man gerade bei großen Konzernvermögen darüber reden kann, stille Einlagen zu machen als Staat. Natürlich ohne konkret in das operative Geschäft einzugreifen, aber damit würde man, glaube ich, auch Unternehmen entlassen. Und wenn Sie sich wirklich mal in den Dialog mit den Unternehmerinnen und Unternehmern bewegen würden und das nicht nur über Ihr Grundsatzprogramm tun, sondern auch tatsächlich im täglichen Tun, würden Sie erfahren, dass es ordentlich Zustimmung dafür gibt, solange die Arbeitsplätze und der Wohlstand in Deutschland im Vordergrund stehen, genau daran arbeiten wir. Deswegen können wir leider diesem Antrag in der Form nicht zustimmen. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Aber ich würde vor allen Dingen die Union bitten, ihre Orientierungslosigkeit aufzugeben. Dann können wir miteinander auch besser diskutieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat Christian Freiherr von Stetten für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kollege Klüssendorf, also Sie haben das ja eingeschränkt und richtigerweise eingeschränkt, dass man beim Antrag der Linken genau hinschauen muss, was Sie ändern wollen. Und Sie haben das ja auch dankenswerterweise für Ihre Fraktion klargestellt, dass wir die Handwerker, die selbstständigen Familienbetriebe größte Gefahr von ausgehen würde, wenn der Antrag der Linken tatsächlich eine Mehrheit bekommen würde. Aber unterschwellig hat man Ihre Rede schon angehört. Eigentlich würden Sie schon ganz gern mit den Linken zustimmen bzw. verschiedene Punkte dahingehend umsetzen. Und deswegen kann ich nur sagen, gut, dass es in diesem Parlament keine rot-grün-rote Mehrheit gibt, meine Damen und Herren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind Gesetzgeber hier im Parlament. Und deswegen sollten wir im Parlament, auch wenn es geht, über Gesetzentwürfe diskutieren und auch beschließen. Jetzt ist das neue Steuergesetz mittlerweile so kompliziert geworden, dass wir in der Regel gar nicht mehr über Gesetzentwürfe diskutieren, sondern nur noch über Anträge, die die Fraktionen formulieren, weil das einfacher ist, man muss nicht so genau sein, man kann vage bleiben und man kann der Bundesregierung den Auftrag geben, Gesetze umzusetzen. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, Sie wollen ja das Gesetz gar nicht reformieren, Sie wollen es gar nicht ändern, Sie wollen es gar nicht anpassen, Sie wollen das Gesetz einfach streichen. Und da wäre es natürlich ein einfaches gewesen, einfach einen Gesetzentwurf vorzulegen, wo dieses Gesetz gestrichen wird. Wäre also ganz einfach gewesen. Sie hätten das aber jetzt nicht gemacht. Deswegen frage ich mich natürlich schon, wollen Sie das Gesetz gar nicht streichen? Oder sind Sie nicht in der Lage, einen solchen einfachen Gesetzentwurf hier im Deutschen Bundestag einzubringen? Beides wäre sicherlich kein Ruhmesblatt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Beim Antrag der Linken ist es schon etwas anders. Der linke Antrag ist schon etwas anders und der wird aber auch in die Geschichte des Deutschen Bundestages eingehen. Nicht, weil er etwas komplizierter ist und nicht, weil er richtig ist, sondern weil es der erste inflationsbereinigte Antrag im Deutschen Bundestag überhaupt ist. Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir uns aufgrund Ihres Antrags mit der Erbschaftssteuer beschäftigen müssen, mit der Vermögensteuer. Sie haben ja schon öfters Anträge eingebracht, um die Bürgerinnen zu besteuern oder auch zu enteignen in verschiedenen Bereichen. Nur in der Vergangenheit, und das ist der Unterschied, in der Vergangenheit haben Sie immer populistisch die Millionäre in Deutschland hervorgerahmt und wollten die Millionäre besteuern. Und jetzt, in der Inflationszeit, hat die Linke Ihr Wording geändert. Jetzt sind es nicht mehr die Millionäre, die Sie voranschieben. Jetzt sind Sie gleich auf die Milliardäre gegangen und wollen nur noch die Milliardäre stärker besteuern bzw. enteignen.
Ihr Antrag heißt Erbschaftssteuerprivilegien bei Milliardenerbschaften streichen. Die Linke hat also eine neue Neidgruppe erkannt. Es sind nicht mehr die Millionäre, sondern es sind die Milliardäre, weil sie im Laufe der Debatten der letzten Jahre mitbekommen haben, dass je nachdem, in welcher Stadt du wohnst, ein normaler Familienvater mit einem Einfamilienheim in einer etwas größeren Stadt pauschal schon auf dem Papier Millionär ist, obwohl er sich so nicht fügt. Und deswegen gehen Sie jetzt auf die Milliardäre los. Und der Kollege Görke, in der Vergangenheit waren Ihre Anträge auch etwas länger, etwas besser ausformuliert, etwas mehr begründet. Und wenn ich mir jetzt diesen Antrag von heute anschaue, auf einer Seite zusammengefasst, ein paar Zeilen zusammengeschrieben, wahrscheinlich wissen, dass Ihr Antrag selbst nach der Beratung im Finanzausschuss keine Mehrheit im Deutschen Bundestag hat. Und dann frage ich mich natürlich schon, sollen Sie so im Moment Ihr Antrag jetzt verteidigen und auch Ihr Anliegen verteidigen? Wenn Sie es wirklich ernst nehmen würden, dann müsste normalerweise Ihr linker Ministerpräsident Bodo Ramelow im Bundesrat solche Anträge stellen. Die Erbschaftssteuer ist eine Ländersteuer, und seit mehreren Jahren führen Sie den Regierungschef in Thüringen. Es wäre ein leichtes gewesen, über diese Landesregierung in Thüringen diese Anträge in den Bundesrat einzubringen. Auch da gehören Sie diskutiert, und dann würden Sie auch bei uns im Deutschen Bundestag anfangen. Von einem solchen Ansinnen ist mir nichts bekannt. Mir ist auch kein Antrag aus Thüringen vorlegen. Und von daher glaube ich auch nicht, dass es am Ende des Tages eine ernst gemeinte Strategie ist. Wir brauchen am Ende des Tages keine Zustimmung zu Ihrem Antrag. Ganz sicher nicht. Wir brauchen keine Belastungen für die Unternehmen. Wir brauchen Entlastungen, und wir brauchen eine Planungssicherheit für unsere Unternehmen, die Familienunternehmen, damit sie in Deutschland diese Arbeitsplätze halten können, die sie in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben. Herzlichen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun Katharina Beck das Wort. Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Wir diskutieren heute zwei Anträge zur Erbschaftssteuer. Doch bevor ich auf diese eingehe, ist es mir wichtig, diese von Mythen und geschürten Ängsten geprägte Debatte ein wenig aufzuklären. Denn die Debatte über die Erbschafts- und Schenkungssteuer, denn es geht um beides, ist auch aus meiner Sicht durchaus relevant. Warum? Weil sie bei richtiger Ausgestaltung ein geeignetes Instrument sein könnte, um die hohe Vermögensungleichheit in Deutschland abzudämpfen und vor allem damit einen Beitrag zum demokratischen Zusammenhalt leisten könnte. Die vermögendsten 1% in Deutschland haben mehr Vermögen als 90% der Menschen zusammen. Schon den VerfasserInnen der Bayerischen Verfassung war klar, dass dies keine wünschenswerte Situation sein kann, denn so heißt es darin wörtlich, Zitat, die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern. Zitat Ende. Eine zu hohe Ungleichverteilung trägt leider zu einer Vertrauenserosion und zu einem Auseinanderdriften der Gesellschaft bei. Nachgewiesenermaßen führt eine ungleiche Vermögensverteilung zu negativen Konsequenzen wie höherem Drogenkonsum, einer höheren Kriminalitätsrate, schlechterer Bildung, mehr psychischen Erkrankungen und allgemein einer schlechteren Gesundheit und geringeren Lebenserwartung für die Menschen. Und leider in kaum einem Land in der EU ist die Ungleichverteilung höher, das Vermögen stärker konzentriert als in Deutschland. Und durch extreme Steuerausnahmen, insbesondere bei sehr hohen Erbschaften, zementiert sich dieser Zustand. Und das hängt zusammen, denn nur Vermögen kann vererbt werden. Daher wundert es auch nicht, dass für die Mehrheit der Menschen in Deutschland ca. 60-70% Erben gar kein Thema ist, denn sie werden in ihrem Leben überhaupt keine nennenswerte Erbschaft erhalten. Sie erhalten einfach nie ein leistungsloses Einkommen geschenkt oder vererbt. Wenn ich mir nur noch durch Erben eine Wohnung oder eine eigene Immobilie ermöglichen kann und nicht mehr durch meine eigene Leistung, dann haben wir ein gesellschaftliches Problem. Das meiste private Vermögen wird durch Erbschaften oder Schenkungen generiert und damit einfach qua Geburt, qua zufälligem Privileg und nicht durch die eigene Anstrengung. Das widerspricht schlichtweg dem Leistungsprinzip. Und wer viel erhält, zahlt ungerechterweise deutlich weniger Steuern, als wer wenig erhält. Es wäre sehr unlogisch zu sagen, dass es keinen Handlungsbedarf gäbe. Und das sieht sogar das Verfassungsgericht immer wieder kritisch bezüglich der großen Ausnahmen, die es nach wie vor in der Erbschaftssteuer gibt. Bei Schenkungen und Erbschaften darf man sich ehrlich fragen, ist das gerecht?
dass wer sehr hohe Erbschaften erhält, am Ende weniger bezahlt. Dass besonders hohe Erbschaften ab 26 Millionen Euro komplett steuerfrei gestellt werden können und das auch fast immer werden. Und ist es gerecht, dass wir uns als Staat mit über 5 Milliarden Euro die größte Steuersubvention für Ausnahmen von Betriebsvermögen bei der Erbschaftssteuer leisten? Ich denke nicht. Mit 75% ist laut einer Bertelsmann-Studie aus dem letzten Jahr auch eine sehr große Mehrheit der Deutschen dafür, dass sich die Ungleichheit zwischen Arm und Reich verringert. Mit einem aktuell auch wieder zu hörenden Mythos möchte ich bei dieser Gelegenheit ein für alle Mal aufräumen. Ständig wird behauptet, die Erbschaftssteuer bedrohe Omas Häuschen und nachfolgende Generationen wären zum Verkauf gezwungen, obwohl sie doch so gerne darin wohnen würden. So kürzlich auch wieder durch Herrn Söder, es gäbe einen Ausverkauf der Heimat. Daneben, dass hier einfach nur jemand Ängste schüren will und offensichtlich seine politische Verantwortung nicht wahrnimmt, diese Behauptung ist schlicht und ergreifend falsch. Wenn ein Haus in der Familie vererbt wird, dann fällt darauf, wenn es weiter von Ehegattinnen oder Kindern bewohnt wird, in der Regel gar keine Steuer an. Und on top kommen noch die steuerlichen Freibeträge von bis zu 500.000 Euro, also eine halbe Million pro Person. Der Mythos vom Verkaufszwang von Omas Häuschen stimmt einfach nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass die meisten Omas überhaupt kein Häuschen zum Vererben haben, wie wir daran sehen, dass ca. 2/3 der Deutschen gar nicht nennenswert erbt. Und nun zu Ihren zwei Anträgen. Die AfD will die Steuer ganz abschaffen, was gerade mit Hinblick auf die Demokratieerosion sicher Ihnen als Partei zugute käme, aber ganz bestimmt nicht unserem Land. Und die Linke hingegen bringt zum Beispiel Stundungen bei großen Erbschaften als Idee in die Debatte. Das ist eine gute Idee, die auch wir diskutieren, aber Ihr Antrag, in dem nur gerade einmal 4 Zeilen ein lapidarer Auftrag an die Bundesregierung formuliert wird, ist so unausgegoren einfach nicht beschlussfähig. Ich erzähle niemandem etwas Neues, wenn ich sage, dass es in dieser Koalition für eine Reform der Erbschaftssteuer keine Übereinstimmung gibt bisher. Nichtsdestoweniger ist mir wichtig, dass wir auch in der Ampel und gerne auch gemeinsam mit der Christlichen Union und der Linken die Debatte rund um die Ungleichheit in unserem Land aus der Tabu-Ecke in eine Gestaltungsecke bringen. Die Chancen für die Demokratie sind hoch. Und ich möchte hier in der Zukunft gemeinsam einen guten Weg für mehr demokratischen Zusammenhalt miteinander finden. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Kai Gottschalk für die AfD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, der Antrag, das muss ich schon sagen, der Linken weist eigentlich in zweifacher Hinsicht humoristische Elemente aus. Neben dem Inhalt finde ich es bemerkenswert, dass Sarah Wagenknecht hier noch in trauter Eintracht neben Janine Wissler als Mitzeichnerin steht. Ich finde, die Heute-Show hätte es nicht besser machen können. Und Gleiches gilt natürlich für den Inhalt Ihres Antrages. Schön ist auch zu beobachten, dass im Geiste die Linken-Fraktion, die man hier ja schon quasi ab Grünen rüber bis zu den Linken ziehen muss, im Geiste eigentlich gleich ticken. Und das ist traurig und gefährlich zugleich. In Perfektion führen Sie vor, sehr verehrte Kollegen der Linken, Sie sind weiter die Partei der Enteignung, der Umverteilung und der Zerstörung der sozialen Marktwirtschaft. Ihr pathologischer Neid hat längst sämtliche Anstaltsregeln hier im Hause zerfressen. Letztlich wollen Sie die Optionsverschonung und die Regelverschonung nach 13a und 13b sowie die Abschmelzungsregel nach 13c und die völlig praxiserprobte Verschonungsbedarfsprüfung bei Großerwerben nach 28a abschaffen. Regelung, meine Damen und Herren, und das sei Ihnen hier vor allen Dingen auf den Tribünen gesagt, wenn Sie die Märchenstunde der Grünen und der Kollegen hier gehört haben, Regelungen, die in der Vergangenheit Tausende von Arbeitsplätzen in Deutschland erhalten haben, viele Betriebe vor allen Dingen in Eigentümerhänden belassen haben, die die sicheren und besseren Hände für Arbeitnehmer sind. Und damit, hören Sie zu, weil Sie verteilen ja gerne, ohne dass Sie noch wissen, wo es herkommt. Lübeck ist ja ein schönes Beispiel für den Niedergang. Und das passiert mit Deutschland irgendwann auch, wenn die Sozen hier so weitermachen. Damit sind Steuerzahler und Steuersubstrat erhalten geblieben, liebe Bürgerinnen und Bürger. Steuersubstrat, das viel Gestaltungsmöglichkeit für Bund, Länder und Kommunen bietet. Vor allen Dingen erwirtschaftet das Steuersubstrat. In dieser Hinsicht ist die linke Politik aller Parteien hier so wie immer. Man sägt gerne den steuerlichen Ast ab, auf dem man sitzt.
Ebenso, und dieser Seitenhieb, liebe Kollegen der CDU-CSU, kann ich Ihnen hier nicht ersparen, wären viele Unternehmen ohne diese Regelung wahrscheinlich so tollen Investoren wie BlackRock anheimgefallen, für die ja Herr Merz bis vor kurzem noch tätig war. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, die Stärke Deutschlands, das sind die klassischen mittelständischen Familienunternehmen. Und das, was Sie hier planen, ist ein Anschlag auf diese Struktur hier in Deutschland, liebe Kollegen der Linken. Aber diesen zwei Sachen haben Sie wahrscheinlich auch nicht verstanden. Wie schlecht Ihr Antrag aber ist, obwohl er so kurz ist, das räumen Sie dann tatsächlich in dem letzten Satz ein, indem Sie sagen, eine Ausweitung der Tilgungs- und Stundungsmöglichkeiten sollten hier entsprechend berücksichtigt werden. Stundungsmöglichkeiten in Zeiten, in denen die deutsche Wirtschaft unter Inflation, Bürokratiewahnsinn und einer Rezession leidet. Meine Damen und Herren, man kann der deutschen Wirtschaft auch letztlich wirklich noch den Todesstoß mit dieser Maßnahme versetzen. Demgegenüber, und es ist ja überhaupt nicht diskutiert worden, auch das ist Ihre gelebte Demokratie hier im Hohen Hause, hat die AfD einen Antrag gestellt, der so einfach wie genial ist, der den Verbleib von Familienunternehmen in Familienhänden schützt, nämlich die Erbschaft und Schenkungssteuer abzuschaffen. Ich weiß, dass das wieder die linken Reflexe und die Neidreflexe hier hervorruft. Aber meine Damen und Herren, und das sei den Bürgern gesagt, sie erleben es doch täglich, wenn eine Straße neu gebaut werden soll, eine Brücke in NRW neu gebaut werden soll. Alle Parteien, die schon länger hier sitzen, sind in den letzten 20 Jahren an Überbürokratisierung getreu dem Motto, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, schuld. Deswegen ist dieser Antrag genau der richtige. Weg mit dieser sozialen Neidsteuer, meine Damen und Herren. Die Erbschaftssteuer ist letztlich eine Substanzsteuer, die nicht auf die Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen abstellt. Aber mit diesem Argument des Sozialneides scheint hier in den letzten 20 Jahren in diesem nach links gerückten Land von Ultralinken bis leider auch in Teilen der CDU jeder Antrag auf Umverteilung möglich zu sein, meine Damen und Herren. Ich sage ganz einfach, wer diesen Kurs und diese Politik ändern will, der sollte sich Sonntag schon aufmachen und ein Zeichen für ein besseres Land, für weniger Bürokratisierung setzen und in Sonneberg unseren Landrat Robert Sesselmann wählen. Denn der längste Weg benötigt einen Anfang, meine Damen und Herren. Setzen Sie den und stimmen Sie unserem Antrag, meine Damen und Herren von der CDU-CSU, zu. Nächste Rednerin ist Claudia Raffnehüschen für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wieder einmal kommen wir zur Erbschaftssteuer. Sie nennen sie Dummensteuer, ich nenne sie eher Neidsteuer ins Gespräch. Und wieder einmal sind die vorgetragenen Behauptungen, insbesondere aus der linken Seite des Hauses, volkswirtschaftlicher und sozialpolitischer Unsinn. Sie nutzen Debatten wie diese, um Ihre Gleichmachereien-Fantasie unter dem Deckmantel sozialer Gerechtigkeit zu verkaufen. Dabei führen Sie die Bevölkerung bewusst in die Irre. Denn es geht selbstverständlich nicht darum, Milliardenerben Steuerprivilegien einzuräumen und so aktiv für mehr Ungerechtigkeit zu sorgen. Auch höre ich von Ihnen oft den Vorwurf, dass die Erbschaftsbesteuerung in den vergangenen Jahren gezielt ausgehöhlt wurde, um große Vermögen und Erbgänge zu schonen. All das sind nichts weiter als populistische Aussagen, die vollkommen an der Sache vorbeigehen. Zugegeben, die aktuelle Erbschaftssteuer ist reformbedürftig. Wir Freien Demokraten fordern deshalb eine Erhöhung der Freibeträge. Gerade Erben einer Immobilie oder einer kleinen Eigentumswohnung müssen immer häufiger Steuer bezahlen, da die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren massiv gestiegen sind. Und das betrifft die breite Mitte der Gesellschaft. Zwischen 2009 und 2022 haben sich die Immobilienpreise fast verdoppelt. Die Freibeträge wurden aber nicht angehoben. Damit wurde der Faktor Preisentwicklung einfach außer Acht gelassen. Und das widerspricht ausdrücklich den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, dass Erbgänge einer realistischen Wertbemessung unterzogen werden müssen. Wir Freien Demokraten fordern deshalb, die entsprechenden Freibeträge um 25% anzuheben und außerdem einen Tarif auf Rädern, sodass eine Indexierung vorgenommen wird. Steuerfreibeträge müssen automatisch an die Inflation angepasst werden, denn nur so verhindern wir, dass der Fiskus bei hoher Inflation und hoher Belastung der Bürgerinnen und Bürger ungerechtfertigte Mehreinnahmen erzielt.
Als Substanzsteuer greift die Erbschaftssteuer außerdem in bereits mehrfach versteuertes Vermögen ein. Immobilien werden aus bereits versteuerten Einkommen erworben und sind weiterhin durch die Grunderwerb- und Grundsteuer belastet. Entgegen der immer wieder zu hörenden Behauptung der Linken, niemand hätte für sein Erbe gearbeitet, kann ich nur sagen, ganz viele Menschen in diesem Land erwirtschaften Vermögen als Altersvorsorge, für sich, aber auch für ihre Hinterbliebenen. Werte und Vermögen werden in Familien und im Mittelstand oft über Jahrzehnte von vielen Angehörigen gemeinsam erarbeitet und aufgebaut. Höhere steuerliche Freibeträge bei Erbgängen sind deshalb auch eine Frage der Leistungsgerechtigkeit. Wie wenig volkswirtschaftliche Kenntnis und wie wenig Demut und Respekt gegenüber den vielen Unternehmen in Deutschland kann man eigentlich haben? Gerade in den aktuellen Zeiten. Wir verzeichnen steigende Insolvenzen, eine massive Belastung durch Teuerung, Lieferkettenprobleme und die nun eingetretene Rezession. Unsere Unternehmer sind nicht die bösen Kapitalisten, ganz im Gegenteil. Sie halten unsere Wirtschaft am Laufen und bieten unseren Bürgerinnen und Bürgern Arbeit, woraus wiederum Steuern generiert werden. Deshalb gibt es auch gute Gründe, dass betriebliche Erbgänge ganz anders gehandhabt werden als private. Laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft, ich zitiere hier sinngemäß, ist Vermögen im betrieblichen Kontext vor allem auch betrieblich investiert. Heißt im Schnitt zu 60% in Arbeitsplätzen, Maschinen oder Software gebunden. Im Zweifel müssten also zwangsläufig Teile des Unternehmens verkauft werden, um die Erbschaftssteuer bezahlen zu können. Gerade Familienunternehmen, die von Ihnen so oft plakativ als Superreiche diffamiert werden, agieren frei von Investoren und damit auch dem Kapitalmarkt. Es werden Arbeitsplätze geschaffen und unterschiedliche Steuern gezahlt. Wir müssen uns überlegen, was wir eigentlich wollen. Wollen wir eine funktionierende Volkswirtschaft, ein modernes Steuersystem und einen starken Arbeitsmarkt? Oder wollen wir für Unternehmen, die über Generationen hinweg viel investiert haben, mehr Unsicherheit schaffen und damit notwendige Investitionen und Innovationen hemmen? Ich glaube, gerade in der aktuellen Situation wäre es unverantwortlich, wenn wir unsere Unternehmerschaft noch weiter belasten würden. Unser Steuersystem muss dringend vereinfacht werden, und deshalb sollten wir vielleicht auch darüber nachdenken, welche Steuern ersetzbar oder gar entbehrlich wären. Wir lehnen Ihren Antrag auf jeden Fall ab. Ich danke Ihnen. Die Kollegin Nadine Heselhaus hat für die SPD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Steuern sollten gerecht sein. Da stimmen Sie mir sicherlich doch alle zu. Der Staat nimmt mit seiner Steuerpolitik Einfluss auf die Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland. Die Frage, wer wie viel Steuern zahlt, ist also eine unmittelbare Verteilungsfrage, und das ist sie immer. Die Frage einer gerechten Verteilung stellt sich dabei gerade in Krisenzeiten umso mehr. Deshalb bin ich dankbar dafür, dass wir heute über das Thema Erbschaftssteuer reden, denn der Umgang mit Vermögen wird aus meiner Sicht zu selten thematisiert. Denn wenn wir über Steuergerechtigkeit diskutieren, dann meistens in Bezug auf das Einkommen. Die Verteilung von Vermögen erhält weniger Aufmerksamkeit, und gerade dort ist ihre Verteilung deutlich ungleicher. Warum? Mehr als die Hälfte aller Vermögen in Deutschland wurden nicht selbst erwirtschaftet, sondern vererbt. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich unsere Gesellschaft immer mehr dahin entwickelt, dass nicht die eigene Leistung den Wohlstand bestimmt, sondern der Zufall, in welche Familie man hineingeboren wurde. Fast 70% aller Erbschaften gehen an die 20% der Menschen mit den höchsten Vermögen. Erbschaften über 20 Millionen Euro werden durchschnittlich mit noch nicht einmal 3% belastet. Und das ist bei kleineren Erbschaften anders, und das ist in der Tat absurd. Meine Damen und Herren, die aktuellen Regelungen sehen Freibeträge vor, die auch für Schenkungen gelten.
Bei einem Elternpaar mit zwei Kindern ergeben diese Freibeträge insgesamt 1,6 Millionen Euro. Das ist wichtig zu wissen, denn wer über ein beachtliches Vermögen verfügt, also weit noch darüber hinaus, macht sich häufig bereits sehr früh Gedanken über die Weitergabe an spätere Erben, dann nämlich in Form einer Schenkung. Und dort gibt es noch ein wichtiges Detail, denn diese Freibeträge gelten alle 10 Jahre erneut. Also alle 10 Jahre können in meinem Beispiel 1,6 Millionen Euro als Schenkung weitergegeben werden. Wer profitiert also von unseren Regelungen und vor allem von der Forderung bestimmter Parteien auf höhere Freibeträge? Richtig, Superreiche. Und auch bei dieser Personengruppe tut sich etwas, denn es gibt dort durchaus Forderungen nach Änderungen. Und auch unter Ihnen gibt es diejenigen, die gerne einen höheren Beitrag für unsere Gesellschaft leisten wollen. Am Ende zahlen alle Steuerzahlenden für die Privilegien und Ausnahmen der Superreichen mit. Die Kassiererin, der Mechatroniker, die Pflegekraft, die alleinerziehende Verwaltungsmitarbeiterin, entweder durch eine fehlende Infrastruktur oder durch höhere Steuern. Meine Damen und Herren, die Erbschaftssteuer ist reformbedürftig. Selbst internationale Wirtschaftsorganisationen wie die OECD raten Deutschland auch für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung zu einer Erbschaftssteuer, die auf die Übertragung besonders hoher Vermögen abzielt. Die Frage einer Steuergerechtigkeit ist ein schwieriges Thema und häufig emotional aufgeladen. Das haben wir ja jetzt hier auch schon gehört. Und gerade deshalb ist eine sachliche Betrachtung wichtig. Darum beschäftigt sich in meiner Partei, der SPD, auch eine Kommission damit. Und bis Dezember wird diese Kommission ein neues Steuerkonzept entwickeln. Ich bin da sehr auf die Ergebnisse gespannt. Wir werden jedenfalls nicht müde, uns für einen gerechten und zukunftsfähigen Staat einzusetzen, für ihn zu werben und Mehrheiten zu suchen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Sebastian Brehm für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Erbschaftssteuer wird in der politischen Debatte leider immer wieder fälschlicherweise herangezogen, um vermeintliche Ungerechtigkeiten bei Generationenwechseln hervorzuheben. Höhere Steuern, Umverteilung ist dann ihre Lösung. Machen wir mal eine Bestandsaufnahme der Vermögensungleichheit in Deutschland. Und da wird viel Quatsch erzählt, auch in den heutigen Reden. Geht die Schere überhaupt auseinander zwischen Arm und Reich? Werden die Armen ärmer und die Reichen reicher? Gibt es eine Rechtfertigung für Ihren Antrag? Definitiv nicht. Die Bundesbank kommt in ihrer Studie von April 2023 zu einem ganz klaren Ergebnis. Die Ungleichheit in Deutschland nimmt ab. Und in dem Bericht heißt es, die Vermögensbestände haben zwischen 2017 und 2021 erneut auf breiter Basis zugenommen. Insbesondere auch bei Haushalten mit geringem Vermögen gab es relativ zu den vorhandenen Beständen starke Zuwächse. Und übrigens, dieser Trend setzt sich seit einigen Jahren fort. Auch in 2014 bis 2017 waren dieselben Zahlen zu verspüren. Also Fakt ist, dass diese Rechtfertigung nicht besteht. Fakt ist aber auch, dass wir uns mit der Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer beschäftigen müssen. Nicht nur, weil im Jahressteuergesetz 2022 die Bewertungsmaßstäbe im Sachwertverfahren angepasst worden sind durch die Immobilienwertermittlungsverordnung. Aber man hätte in dieser Zeit, und liebe Kollegin Raffelhüschen, man hätte in dieser Zeit die Freibeträge erhöhen müssen. Weil seit 2009, sagen Sie richtigerweise, sind die Freibeträge nicht mitgewachsen, die Immobilienwerte und die Vermögen, aber inflationsbereinigt haben sie sich verdoppelt. Und deswegen hätte man auch zustimmen können. Wir haben einen entsprechenden Antrag eingebracht im Deutschen Bundestag. Leider hat die FDP, die es gerade fordert, diesen Antrag abgelehnt. Also wichtig, man bräuchte höhere Freibeträge, um einfach einen Inflationsausgleich zu schaffen. Ich glaube, es gibt aber auch einen weiteren Grund, warum wir uns damit beschäftigen müssen, weil beim Bundesverfassungsgericht eine Klage anhängig ist, die auch auf der Entscheidungsliste des Bundesverfassungsgerichts dieses Jahr steht. Nämlich klagt dort jemand für die Anwendung der Verschonungsregelung auf ein Aktiendepot.
Deswegen gibt es auch eine zweite Klage über die Frage Verwaltungsvermögen bei einem Kölner Parkhaus. Auch da gibt es also mehrere Entscheidungen, die beim Bundesverfassungsgericht anhängig sind. Und mir wird schon ein bisschen Angst, wenn ich jetzt einmal höre, bei den Linken ist es ja Programm. Das ist ja eigentlich, sage ich mal, normal, dass die Forderung kommt, Enteignung, hohe Steuern, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer und so weiter. Aber wenn wirklich das im Deutschen Bundestag beraten werden muss, und ich schaue auf die Seite der SPD, ich lese das Papier der SPD, auch mit Enteignungstendenzen, ich höre den Grünen zu, dann wird mir Himmelangst um die Mittelständler in Deutschland und um diejenigen, die jeden Tag hart aufstehen, investieren, Risiko eingehen und an die nächste Generation was weitergeben. Ich persönlich halte die Besteuerung der Substanz und damit auch die Erbschaft- und Schenkungssteuer für einen falschen Weg. Man sollte die Besteuerung in Deutschland nach der Leistungsfähigkeit bemessen. Und die Leistungsfähigkeit ist immer der Gewinn. Wenn man an die Substanz geht, liebe Kolleginnen und Kollegen und Herr Kollege Klüsendorf, Sie sagen dann, die Reichen werden immer reicher und dann wird es schlimm und so weiter. Wenn man an die Substanz geht, dann schädigt man die Arbeitsplätze in Deutschland, weil mit einer hohen Erbschaft- oder Schenkungssteuer durch Betriebsinhaber, was Sie auch in Ihrem Papier fordern, wird es Abwanderungen aus Deutschland geben, wird es keine Investitionen mehr in die Firmen in Deutschland geben, so wie es jetzt aktuell auch durch Ihre katastrophale Politik ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Grundprinzip der Politik leitet sich von zwei Grundprinzipien ab. Freiheit und Verantwortung. Und dazu gehört aber auch die Freiheit, das Vermögen so einsetzen zu können, wie man es will. Der eine setzt das Vermögen ein, indem er betrieblich investiert, der andere setzt es anders ein. Aber der investiert, der Vermögen aufbaut, der an die nächste Generation was weitergeben will, darf doch nicht durch eine nochmalige Besteuerung in die Substanz damit bestraft werden. Insofern ist auch Ihr Ansatz falsch, wenn Sie sagen, das ist ein nicht erarbeitetes Vermögen. Natürlich, jedes Vermögen ist von einer Unternehmerfamilie immer auch erarbeitet worden und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also insofern glaube ich, man sollte aufpassen, gerade bei Ihrer Diskussion um die betriebliche Verschonung, dass man diese Verschonung nicht abschafft, sondern dass man, wenn die Erbschafts- und Schenkungssteuer schon bleibt, dann muss man eben diese Verschonungsregelung, die betrieblichen Verschonungsregelungen ausbauen. Sie sind zu kompliziert. Sie sind mit dem Verwaltungsvermögenstest und den anderen Dingen, die es dort gibt, viel zu kompliziert. Man muss vereinfachen. Man muss die Freibeträge deutlich anheben, weil übrigens auch, wenn Immobilien vererbt werden und hohe Erbschaftssteuer ist, das auch dazu führt, dass höhere Mieten verlangt werden. Also jede Substanz, ja, dieses Ach, schauen Sie in die Realität, da sind Sie nicht zu Hause, aber so ist es einfach. Wenn höhere Steuern sind, gibt es auch dann wieder höhere Mieten für die Mieterinnen und Mieter. Also insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte wirklich herzlich darum, gerade in dieser komplexen Materie der Erbschaft- und Schenkungssteuer, sollten wir, anstatt neidgeführte Debatten zu führen und anstatt auch sachlich mit Unkenntnis zu argumentieren, sollten wir miteinander ins Gespräch kommen, sollten die komplexen Strukturen überarbeiten, sollten Vereinfachungen machen oder vielleicht sogar dann auch ganz eine Erbschaftssteuer als Substanzsteuer abschaffen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, hier haben wir durchaus Diskussionsbedarf, und wir werden dieses Thema in den nächsten Wochen und Monaten nach den Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht auch hier wieder diskutieren. Und dann freue ich mich, dass die FDP da noch steht. Ich hoffe, dass sie da noch steht und diese Gedanken der Enteignung und der Umverteilung ablehnt. Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Wort hat Bruno Hönel für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, Herr Brehm, das Betriebsvermögen wurde vor allem von den Beschäftigten der Unternehmen erarbeitet, aber eben nicht von den Erben. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn wir den Antrag der Linksfraktion aus den benannten Gründen heute nicht zustimmen können, freue ich mich auch sehr, dass wir heute diese Debatte hier im Bundestag führen, denn es ist ein wichtiges Thema.
Und es wurde ja auch schon gesagt, die Vermögensungleichheit in Deutschland ist stabil sehr hoch. Und natürlich ist das in erster Linie ein Problem für die Gerechtigkeit in diesem Land, aber damit unmittelbar verbunden letztendlich eben auch für die Demokratie. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz etwas zum Antrag der AfD sagen, der mal wieder wunderbar verdeutlicht, dass die da rechts außen zum Thema Gerechtigkeit überhaupt nichts beizutragen haben. In ihrem Antrag fordern sie die vollständige Abschaffung der Erbschaftssteuer. Sie wollen also jene, denen es finanziell am besten geht, völlig aus der Pflicht nehmen. Oder anders, sie wollen auf hohe Vermögen, die ohne jede Leistung über eine Erbschaft erhalten wurden, keinen Cent Steuern erheben. Und damit offenbaren sie sich doch nur einmal mehr selbst. Die AfD ist nicht nur rechtspopulistisch, sie ist auch die einzige Partei hier im Deutschen Bundestag, die mitten in Krisenzeiten finanzielle Entlastung für Superreiche fordert. Damit können sie in die Heute-Show, aber mit der Realität und den berechtigten Anliegen der Menschen in diesem Land hat das überhaupt nichts zu tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Von daher einmal zurück zur Realität. Die große Mehrheit der Bevölkerung, wir haben es schon gehört, nämlich 60-70% der Menschen erben erst einmal überhaupt nichts. Von den relativ wenigen Menschen, die überhaupt erben, erhalten lediglich 10% die Hälfte des gesamten vererbten Vermögens. Das sind unfassbare 200 Milliarden Euro pro Jahr. Und angesichts dieser extremen Dysbalance sagen wir natürlich, dass die Erbschaftssteuer viel stärker auf genau diesen Teil ausgerichtet werden sollte. Das ist doch völlig selbstverständlich. Uns Grünen geht es eben gerade nicht darum, trauernde Verwandte dazu zu zwingen, das Haus ihrer verstorbenen Angehörigen zu verkaufen. Im Gegenteil, die Ausnahmeregelung für Omas bewohntes Häuschen halten wir explizit für richtig. Uns geht es darum, dass jene Menschen, die ohne Leistung großes Vermögen erben, einen fairen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Darum geht es uns und um nichts anderes, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da sind natürlich die Ausnahmeregelungen bei Betriebsvermögen zentral. Insbesondere müssen wir uns die Verschonungsbedarfsprüfung für Unternehmen mit über 26 Millionen Euro Betriebsvermögen anschauen. Denn diese ermöglicht es den Erben, sich künstlich arm zu rechnen, was dann zu dem absurden Umstand führen kann, dass der effektive Steuersatz auf diese riesigen Multimillionen-Erbschaften geringer ist als jener Steuersatz für geringe Erbschaften. Und da braucht mir doch niemand erzählen, dass das gerecht ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da sagt sogar der Subventionsbericht der Bundesregierung, dass es sich dabei im Grunde um eine Subvention für die reichsten Mitglieder unserer Gesellschaft handelt. In 2022 immerhin 5,1 Milliarden Euro pro Jahr. Und das sind dann natürlich Mittel, die den Ländern für wichtige Zukunftsinvestitionen fehlen. Und genau deswegen halte ich es im Einklang mit den Urteilen des Bundesfinanzhofes und des Verfassungsgerichtes für folgerichtig, Kollege, dass wir diese Schlupflöcher schließen. Ihres Kollegen. Ich komme zu Ende. Und dass wir dafür sorgen, dass alle ihren gerechten Teil an der Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Albrecht Glaser für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Linke befasst sich wieder einmal mit der Erbschaftssteuer. Ja, wir sind fleißig. Sie hat zu diesem Thema die gleiche Beziehung wie der amtierende Wirtschaftsminister zur Wirtschaft. Beide verstehen nichts von dem Gegenstand, mit dem sie sich befassen. Das gesamtstaatliche Steueraufkommen 21 in Deutschland betrug 833 Milliarden. Das Erbschaftssteueraufkommen betrug 9,8 Milliarden, gleich 1,2%. Die Erbschaftssteuer hat also mit Staatsfinanzierung wenig zu tun. Es geht den Linken, wie sie schreiben, primär um die Vermögensungleichheit. Ab einem Erbe oberhalb von 20 Millionen würde, so wird geschrieben, der durchschnittliche Steuersatz nur 2,8% betragen. Zitat Ende. Das hätten Sie vom Netzwerk Steuergerechtigkeit erfahren. Die Information ist so gut wie die Quelle. Die Erbschaftssteuersätze für Vermögen oberhalb von 20 Millionen liegen zwischen 25% und 50%. Und einen Steuersatz von 2,8 gibt es gar nicht. Es gibt allerdings für Familienunternehmen ein hochkompliziertes System der Berechnung der Besteuerungsgrundlagen und Steuerstundungen und Auflagen zum Erhalt von Unternehmen,
eine schwierige Veranstaltung, wenn einer jemals ein Unternehmen geleitet hat, was ich glaube nicht, dass das bei den Antragstellern je vorgekommen ist. Zu diesem System gibt es ungezählte Gesetzesnovellen, ungezählte Gerichtsentscheidungen der Finanzgerichtsbarkeit und des Bundesverfassungsgerichts. Das kann man leider hier nicht ausbreiten in 3 Minuten. Ziel aller Beteiligten bisher war es, den planmäßigen Untergang des Kerns der deutschen Wirtschaft zu verhindern. Da es weltweit keine große Volkswirtschaft gibt, außer in Deutschland, bei welcher das mittelständische Unternehmertum noch nicht durch Geldsammelstellen wie BlackRock ersetzt worden ist, wissen verantwortungsbewusste Gesetzgeber, worum es geht. 93% der 3,6 Millionen Unternehmen im Land sind Familienbetriebe. 190.000 davon suchen derzeit einen Unternehmensnachfolger. Da könnten Sie sich mal bewerben. Verantwortungsvolle Parlamentarier, meine Damen und Herren, in Kanada, in Neuseeland, in Schweden, in Israel, der Türkei und vielen, fast allen mittelosteuropäischen Ländern haben ihre Lektion gelernt. Sogar China und Russland. Sie alle haben keine Erbschaftssteuer mehr. Machen Sie das mal klar. Die wissen, die verstehen was vom Sozialismus und haben daraus gelernt. Bei Ihnen gilt nur das Erste. Und Dänemark, Frankreich, Irland, Polen, Großbritannien und die USA haben zwar eine Erbschaftssteuer, jedoch nicht für Betriebsvermögen und dessen Übertragung auf nahe Angehörige. Daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen, und das haben wir gemacht. Und deshalb sind wir in der Reihe der Staaten, die ich Ihnen genannt habe, wunderbar gelitten, wenn wir die Erbschaftssteuer abschaffen. So einfach ist das. Wir sind in Deutschland ja nicht durch Zufall in einer veritablen Rezession in diesen Monaten. Und die Ursache dafür liegt nicht bei den Unternehmen. Ich komme sofort, Frau Präsidentin. Die Ursache liegt nicht bei den Unternehmen, sondern bei den Politikern und dies besonders bei denen der Ampel. Zur Zerstörung des Wirtschaftsstandortes Deutschland braucht es die Linke also nicht. Sie ist daher politisch funktionslos. Ihre Arbeit ist mit dem Untergang der SED, des SED-Staats erledigt. Für die FDP-Fraktion hat nun Maximilian Mordhorst das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, man muss doch an die ein oder andere Tatsache erinnern, nämlich das OECD-Ranking wurde angesprochen. Wir fallen nach hinten in der wirtschaftlichen Stärke und wir sind ein Höchststeuerland. Und der Deutsche Bundestag hat auf Antrag der Linken nichts Besseres zu tun, als sich 68 Minuten damit zu beschäftigen, ob man nun Steuern erhöht und noch mehr umverteilt. Das ist genau die falsche Prioritätensetzung, genau die falsche Richtung, wenn wir in Deutschland wieder wirtschaftliche Stärke, den Pfad zur wirtschaftlichen Stärke finden wollen. Und es wird noch besser. Es wird noch besser, wenn Sie immer wieder, und ich muss ja sagen, als Liberaler habe ich auch bei dem Thema Erbschaftssteuer lange drüber nachgedacht. Einerseits natürlich als Erblasser möchte man auch über den Tod hinaus über sein Vermögen verfügen können. Das ist auch ein Anreiz, Leistung zu bringen. Andererseits hat natürlich in vielen Fällen der Erbe erst einmal nichts geleistet. Ich komme trotzdem unter dem Strich dazu, dass jede Vermögensbesteuerung durch den gigantischen Aufwand an Bürokratie, dadurch, dass teilweise Betriebe vernichtet werden, ein Problem unterm Strich ist. Und der Widerspruch ist doch, dass Ihnen das leistungslose Einkommen immer dann einfällt, wenn Sie es belasten, besteuern oder enteignen wollen. Ihnen fällt Leistungsprinzip aber nie ein, wenn es darum geht, dass Menschen etwas davon behalten können, was sie erwirtschaftet haben. Und genau diesen Widerspruch, den machen wir nicht mit. Sie wollen Gewinne versteuern und Risiken wollen Sie möglichst bei den Menschen lassen, die dafür Verantwortung tragen. Das ist falsch. Und deswegen ist ja vieles, was Sie immer wieder beantragen, was Sie wollen, was Sie fordern, schon erledigt. Ich nehme mal das Beispiel Aktien. Vieles, was vererbt wird, ist ja nicht auf dem Girokonto. Sie tun immer so, als hätten diese vermeintlichen Superreichen 1 Milliarde auf dem Girokonto liegen bei der Volksbank. Nein, das Geld, das liegt oft in Betrieben und das liegt in Aktien. Aber Aktien sind doch Teufelszeug, habe ich gedacht. Aktien sind doch, wenn wir mehr Menschen daran beteiligen wollen, beispielsweise über die Aktienrente, ein Riesenproblem. Problem, weil Ihnen dann einfällt, dass Aktien ja auch sinken können und dass sie mit Risiken behaftet sind. Auch da bitte entscheiden Sie sich und sagen Sie nicht nur, wenn es bei jemandem gut läuft, wollen wir ihn belasten und besteuern und wenn es schlecht läuft, ist er damit alleine. So wird es nicht funktionieren. Aber auch die Union
Die Union hat schon das ein oder andere Ei gelegt, muss man ehrlich sagen. Die Immobilienwertermittlungsverordnung, die kommt ja von Ihnen. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben damit unterm Strich noch über Ihre Regierungszeit hinaus geschafft, die Erbschaftssteuer ein Stück weit, zumindest die Belastung für Menschen, zu erhöhen. Wir haben es in der Ampel durchgesetzt, dass wir für höhere Freibeträge offen sind, wenn die Länder, und denen steht die Erbschaftssteuer ja zu, etwas dazu einbringen. Wo war denn da CSU oder CDU-Länder? Da kam gar nichts an Vorschlägen für höhere Freibeträge. Also fassen Sie sich doch bitte an die eigene Nase und sprechen Sie mal mit den Kollegen in den Ländern. Die CDU macht es nicht besser. Die CDU denkt offen darüber nach, Betriebe mehr zu belasten durch eine Flattax, also die Freibeträge wegzunehmen für Betriebe, die Verschonung zu streichen. Das kann auf gar keinen Fall der Weg sein, denn wir wollen ja eher dafür sorgen, dass Arbeitsplätze hier entstehen, dass Fachkräfte herkommen und dass Betriebe hier auch wieder herkommen wollen, dass große Unternehmen Lust haben, herzukommen und sie nicht gleich durch eine Steuer abschrecken, bevor sie überhaupt da sind. Deswegen zitiere ich mal oder vertrete mal als einziger Vertreter der drei Koalitionsparteien mal den Koalitionsvertrag, in dem ganz klar durchgesetzt ist und steht, wir werden keine neuen Steuern einführen und wir werden keine Steuern erhöhen. An diesem Kurs halten wir fest und darauf können Sie sich auch verlassen. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Frauke Heiligenstadt für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Erbschaftssteuer ist gerechtfertigt und sie ist notwendig. Sie trägt zur Vermögensgerechtigkeit bei und sie verringert die Schere zwischen Arm und Reich. Und das reichste Prozent der Bevölkerung besitzt mehr als ein Drittel des gesamten Vermögens in unserer Republik. Mit der Erbschaftssteuer schafft man ein Instrument, das diese Schere zwischen Arm und Reich, zwischen Menschen, die zum Beispiel den ganzen Tag arbeiten, manchmal noch den zweiten Job annehmen und trotzdem nicht auf einen grünen Zweig kommen, und denen, die nahezu leistungslos erben, dass da endlich mal die Schere sich schließen kann. Und wenn wir Erbschaftssteuer erheben, dann trägt sie auch dazu bei, dass wir mit diesen staatlichen Einnahmen dann Menschen an anderer Stelle eine größere Teilhabechance verwirklichen können. Das fördert eine fairere und eine gerechtere Gesellschaft, in der jeder die gleichen Chancen hat. Oder anders ausgedrückt, mit diesen Einnahmen über die Erbschaftssteuer können gerade die Bundesländer Investitionen oder soziale Programme oder die Polizei oder die Schulen finanzieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist extrem wichtig. Und in diesem Kontext, schauen wir uns die beiden Anträge heute mal an, die dieser Diskussion zugrunde liegen. Die einen von ganz rechts außen wollen die Erbschaftssteuer vollständig abschaffen. Folge wäre, die Reichen würden noch reicher und dem Staat würden fast 10 Milliarden Euro jährlich für wichtige Einnahmen wegfallen, den Bundesländern wegfallen. Im Übrigen die für Schulen und Polizei sorgen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, deutlicher als mit dem Antrag zur Abschaffung der Erbschaftssteuer, dem sich ja sogar Herr Brehm jetzt angeschlossen hat in seinem Redebeitrag, kann es aber die AfD kaum sagen. Sie interessieren sich nicht für die Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern nur für die Belange der Reichen in diesem Land. Und schaut man auf den Antrag der Linken, mit dem alle Ausnahmetatbestände der Erbschaftssteuer gestrichen werden sollen, kommt man auch zu dem Schluss, leider so nicht zustimmungsfähig. Denn mein Kollege Tim Klüssendorf hat das auch schon ausgeführt. Das Streichen aller Ausnahmetatbestände, insbesondere die Ausnahmen für Unternehmen mit großem Betriebsvermögen, Sachanlagevermögen oder Ähnlichem, zum Beispiel einen großen Maschinenpark, können Unternehmensnachfolgen und damit auch Arbeitsplätze im Land gefährden. Aber ganz ehrlich, sowohl der Antrag von ganz rechts wie der Antrag von den Linken, das überrascht uns ja auch nicht wirklich. Was mich aber tatsächlich an dem Antrag der Linken geärgert hat, ist, dass wir damit auch eine Bühne wiederum haben für den bayerischen Landtagswahlkampf. Damit hätten Sie doch eigentlich auch rechnen müssen.
zum Wahlkampfgetöse aus Bayern nur so viel. Wir alle wissen, dass mit der Klage der CSU gegen die Bewertungsregeln bei der Erbschaftssteuer nichts herauskommen kann. Nicht umsonst beteiligt sich kein anderes Bundesland an dieser Klage. Das wird seine Gründe haben, nehme ich mal an. Und die bayerische CSU versteigt sich sogar dazu, die Erbschaftssteuer Erhebung zu regionalisieren. Die Vermögen in den Bayern sollen zukünftig weniger zahlen als die Vermögen in Hamburg. Ja, geht's noch? Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein Zitat aus der bayerischen Landesverfassung. Vielleicht sollte mal der bayerische Ministerpräsident in seine Verfassung schauen. Dann würde er auch nicht unnötig klagen. Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. Die einen wollen die Erbschaftssteuer grundsätzlich abschaffen. Die anderen wollen sie vollständig mit den Ausnahmetatbeständen streichen oder die Ausnahmetatbestände vollständig streichen. Es ist gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass die Ampelregierung Maß und Mitte behält in dieser Diskussion. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Fritz Günzler das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, die Erbschaftssteuer, immer wieder ein spannendes Thema und wie wir feststellen, ein hochemotionales Thema, weil das erlebt man des Öfteren ja in der Steuerdebatte, dass nicht unbedingt die fachliche Qualität im Vordergrund steht, sondern die Emotion und der Sozialneid, der hier teilweise ja sehr deutlich zutage getreten ist. Wir haben seit 1906 eine Erbschaftssteuer in Deutschland. Seitdem wird sie umfassend diskutiert, unterliegt auch ständig verfassungsrechtlicher Überprüfung. Wir haben ja als Gesetzgeber mehrfach reagieren müssen, weil Karlsruhe entschieden hat. Und ich wundere mich schon, wenn ich die Sozialdemokraten hier heute so höre, dass sie sich anscheinend gar nicht mehr erinnern können, dass das entscheidende Erbschaftssteuergesetz 2016 nach dem Urteil vom 17. Dezember 2014 mit den Stimmen der Sozialdemokraten hier im Deutschen Bundestag beschlossen worden ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie dem hochgeschätzten Kollegen Lothar Binding unterstellen würden, dass der irgendwas hier mit beschließen würde, was sozial ungerecht sei. Also von daher, bitte nehmen Sie sich nicht völlig aus der Verantwortung. Und unsere Erbschaftssteuer, wir können volkswirtschaftlich diskutieren, ob sie sinnvoll oder weniger sinnvoll ist. Da gibt es Argumente für die eine oder andere Seite. Ich stelle aber jedenfalls erst mal fest, dass es für die Abschaffung wahrscheinlich keine Mehrheit gibt. Von daher möchte ich mich damit auch gar nicht weiter beschäftigen, sondern überlegen, wie läuft die Erbschaftssteuer derzeit ab. Und der Grundsatz ist, und da ist hier ein falscher Eindruck, glaube ich, vermittelt worden, dass das gesamte Vermögen grundsätzlich im Rahmen des Erbgangs oder der Schenkung der Besteuerung unterliegt. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch entschieden, dass die Werte zu den Verkehrswerten anzusetzen sind. Das war früher auch mal anders. Also der Grundsatz ist, das gesamte Vermögen wird einbezogen. Und dann ist die Frage, gibt es Ausnahmen? Und selbst Herr Klüsendorf hat ja in seiner bemerkenswerten Rede gesagt, dass er gar nicht so dagegen ist, dass es Ausnahmen gibt, sodass wir dann darüber diskutieren müssten, wo gibt es diese Ausnahmen? Und wir waren damals jedenfalls mit der SPD uns einig, dass es Ausnahmen gibt, wenn betriebsnotwendiges Vermögen übertragen wird. Und auch ist richtig, dass uns das Bundesverfassungsgericht ins Stammbuch geschrieben hat, dass manche Dinge nicht so funktionieren, wie wir sie uns vereinfacht vorgestellt haben. Das hat dazu geführt, dass das Gesetz 2016 ja im Vermittlungsausschuss sogar war und nicht unbedingt zur Steuervereinfachung in Deutschland beigetragen hat. Also wir haben da eine gewisse Komplexität erreicht. Ich will aber sagen, dass das, was wir dort machen, ausdrücklich die Unterstützung des Bundesverfassungsgerichtes gefunden hat. In der Entscheidung von 2014 heißt es, ich zitiere, die Förderung und Erhalt einer für den wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands vom Gesetzgeber als besonders wertvoll eingeschätzten Unternehmensstruktur, die in den kleinen und mittelständischen, durch personale Verführungsverantwortung geprägten Unternehmen, insbesondere in Familienunternehmen, sieht, und der Erhalt von Arbeitsplätzen durch den Schutz vor allem solcher Unternehmen vor steuerlich bedingten Liquiditätsproblemen stellen danach legitime Ziele von erheblichem Gewicht dar. So das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung von 2014. Von daher sind wir, glaube ich, gut beraten, dass wir an dem Weg festhalten und den Übergang von betrieblichem Vermögen von der Steuer möglichst verschonen, meine Damen und Herren.
Denn in allen Reden hören wir ja, was diese Unternehmen ausmachen. Es sind ja im Wesentlichen die Familienunternehmen, die unsere Wirtschaft prägen. Gerade in den Krisenzeiten, die wir ja nun durchgemacht haben, haben diese gezeigt, dass sie am resilientesten sind, was die Risikotragfähigkeit angeht. 90% aller Unternehmen sind Familienunternehmen in Deutschland. 60% aller sozialverpflichtigen Arbeitsverhältnisse sind in diesen Unternehmen. Das ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Sie schaffen die Voraussetzung für Wohlstand, für wirtschaftliches Wachstum. Und letztendlich schafft es auch die Arbeitsplätze. Von daher ist es auch im Interesse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass wir Betriebsvermögen bei der Erbschaftssteuer begünstigt übertragen können, meine Damen und Herren. Denn was passiert bei der Übertragung? Anders übrigens, wenn Sie große Kapitalgesellschaften im Streubesitz haben. Die werden mit der Erbschaftssteuer nie belastet. Die Familienunternehmen, das ist anders. Der typische Familienunternehmer, den Sie wahrscheinlich alle aus Ihrem Wahlkreis kennen, der nimmt kaum. Da ist das Eigenkapital, das Geld wird im Unternehmen gelassen. Und wenn er dann überträgt, dann überträgt er kein anderes Vermögen mehr. Also woraus soll die Erbschaftssteuer, wenn sie denn anfiele, bezahlt werden? Doch nur dadurch, dass Geld aus dem Unternehmen genommen werden müsste. Und dann muss man sich die Frage stellen, ob das Geld überhaupt da ist, weil vieles ist ja in Produktivkapital investiert, sodass man ihn zwingen würde, das zu veräußern, also die Bestandteile, wesentliche Bestandteile seines Unternehmens zu veräußern, damit die Erbschaftssteuer gezahlt werden kann. Und das wäre das Todesurteil dieser Unternehmen. Und deshalb müssen wir weiter begünstigen, meine Damen und Herren. Und hier ist ja auch der Eindruck erweckt worden, das kann man mal alles mal so eben machen. Ich habe von der Komplexität gesprochen. Also für die Feinschmecker des deutschen Steuerrechts empfehle ich nochmal die Paragraphen 13a, 13b Erbschaftssteuergesetz genau zu lesen. Würde auch Herrn Görke helfen, weil er vorhin von den Yachten, weil Herr Görke vorhin jetzt davon gesprochen hat, dass man die Yachten übertragen kann. Die sind genau ausgenommen, lieber Herr Kollege Görke, genauso wie die Oldtimer. Die kann ich, auch wenn ich sie in die Kapitalgesellschaft packe, gar nicht steuerbegünstigt übertragen. Das haben wir alles schön rausgenommen. Aber wer sich das anguckt, sieht, dass das hochkomplex ist und dass wir das Gesetz so ausgerichtet haben, dass wirklich betriebsnotwendiges Vermögen nur geschützt wird. Und es ist gleichzeitig geregelt, dass das Unternehmen eine gewisse Zeit in der Hand des Erben bleiben muss oder des Beschenkten bleiben muss und dass er dieses Unternehmen nicht verändern kann, weil wir dafür eine Lohnsumme eingeführt haben. Also ganz kluge Regeln, die dazu führen, dass wir sehr zielgenau die Dinge regeln. Und letzter Punkt, die Zeit läuft hier leider ab. Herr Klüsendorf, ich finde es eigentlich spannend, dass wir in der CDU darüber diskutieren, weil es diese Komplexität dieses Gesetzes gibt, ob es nicht eine bessere Lösung gibt. Und ich bin froh darüber, dass unser Bundesvorsitzender die Diskussion zulässt. Herzlichen Dank. Das Wort hat Stefan Schmidt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bei manchen Debatten kann ich nur den Kopf schütteln, so wie heute über die inhaltlich sehr dünnen Anträge von AfD und Linken mit teilweise recht fragwürdiger Argumentation. Trotzdem gebe ich der Linken zumindest in einem Punkt recht, die höchsten Vermögen haben den geringsten Steuersatz. Das Problem bei der Erbschaftssteuer ist der Umgang mit den sehr hohen Vermögen. Das ist nicht gerecht und das ist auch nicht Sinn der Steuer. Von der anderen Seite des politischen Spektrums hingegen wird so getan, als wäre die Erbschaftssteuer eine reale Gefahr für das hart erarbeitete Häuschen der Oma. Ich zitiere, uns droht der Ausverkauf unserer Heimat. Nein, das hat nicht jemand von der AfD gesagt, auch wenn die AfD in ihrem Antrag ähnlich argumentiert. Das sagt der bayerische CSU-Finanzminister Albert Füracker. Ich zitiere weiter, jeder muss das Elternhaus erben können, ohne dass ihn die Erbschaftssteuer zum Verkauf zwingt. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CSU, nennen Sie mir bitte nur einen einzigen Fall, in dem jemand zum Verkauf gezwungen wurde. Das sind blanke Lügen, das ist Populismus pur und nichts anderes als AfD-Rhetorik. Fakt ist, in Deutschland erben nur etwa 35% der Menschen. Von diesen 35% zahlen viele überhaupt keine Erbschaftssteuer. Grund dafür sind Ausnahmen und hohe Freibeträge. Muss doch Steuer gezahlt werden, gibt es großzügige Stundungsregeln. Zum Notverkauf
zwingt die Erbschaftssteuer nicht. Das ist die Schlussfolgerung des Steuerrechtsprofessors Heribert Anzinger. Dazu kennt er keine empirischen Studien. CSU und Freie Wähler in Bayern sehen und zeichnen populistische Hirngespinste. So ist das. Wie aber kann eine vernünftig reformierte Erbschaftssteuer aussehen? Die Linke will Unternehmensvergünstigungen streichen, die CSU will die Freibeträge erhöhen, die Steuer senken und regionalisieren, Herr Brehm ganz auf die Steuer verzichten. Politische Mehrheiten gibt es für keinen dieser Vorschläge. Komme ich gleich drauf. Die Linke scheitert daran, dass sie kein Konzept hat. Die CSU scheitert daran, dass kein anderes Land mitmacht. Und deshalb gibt Söder in Bayern den Prozesshansel und klagt vor dem Bundesverfassungsgericht. So ein billiges Wahlkampfmanöver ist entsprechend zum Scheitern verurteilt. Lassen Sie uns endlich wieder sachlich und konstruktiv über eine notwendige Reform der Erbschaftssteuer sprechen. Zum Beispiel über die gelungenen rot-grünen Reformvorschläge aus Hamburg oder auch über Freibeträge für Angehörige in Patchwork-Familien. Das wäre eine sinnvolle und auch eine gerechte Reform. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Michael Schrodi für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, drei Anmerkungen zum Ende der Debatte. Erstens, internationale und nationale Studien belegen eindeutig, es gibt in Deutschland eine hohe Vermögensungleichheit. Und Herr Brehmann sollte Studien schon bis zum Ende zitieren. Die hohe Vermögensungleichheit in Deutschland ist bis 2021 gering zurückgegangen, aber seitdem wieder gestiegen. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und gleichzeitig ist Deutschland, manche behaupten, es ist ein Höchsteuerland. Bei der Vermögensbesteuerung sind wir im internationalen Vergleich nun wahrlich kein Höchsteuerland, sondern ein Niedrigsteuerland, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und man muss sich dann schon anschauen, wenn man über die Frage von steuerlicher Leistungsgerechtigkeit spricht. Tatsächlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass unter 14-Jährige im Zeitraum von 2009 bis 2020 insgesamt 52,2 Milliarden Euro an Erbschaften geschenkt, übertragen, vererbt bekommen haben, die dazu, glaube ich, nichts wirklich an Leistung beigetragen haben und nahezu nicht besteuert wurden, dann stellt sich doch die Frage natürlich der Leistungsgerechtigkeit auch in der Erbschaftssteuer. Übrigens auch deshalb, weil dieses Erbe oft über Generationen weitergetragen wurde und damit auch soziale Stellung und auch politische Einflussmöglichkeiten. Das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, wie man auch mit der Erbschaftssteuer umgeht und mit der politischen Partizipation von allen in diesem Land, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Erbschaftssteuer ist deswegen schon ein wichtiges Instrument, auch für mehr Leistungsgerechtigkeit. Das Bundesverfassungsgericht hat übrigens, Herr Günzler, das Erbschaftssteuerrecht natürlich auch kassiert, wegen der Privilegierung und der ungleichmäßigen Besteuerung aller Vermögenswerte. Sie haben gesagt, gibt es eine Überprivilegierung. Wir wollten das dann korrigieren und in den Verhandlungen tatsächlich kam am Schluss die CSU und hat vieles, vieles nochmal für die Lobby der Höchstvermögenden herausgeholt. Das tut uns auch weh an der Stelle, muss ich sagen. Und deswegen gibt es weiterhin Bedarf, da etwas zu korrigieren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen steht übrigens auch unter Ihrer noch Regierung im Subventionsbericht der Bundesregierung die Privilegierung höchster Vermögen in der Erbschaftssteuer als größte Steuersubvention in diesem Steuerbericht zu Recht, wie ich finde, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bayern klagt jetzt gegen diese Vermögen, gegen diese Erbschaftssteuer. Und noch einmal, Herr Brehm, ich habe verstanden, Sie wollen die Erbschaftssteuer komplett weghaben von Seiten der CSU. Das wäre was Neues. Bisher klagen Sie nur gegen Freibeträge. Aber da halte ich noch einmal, weil ich auch Bayer bin,
mit Stolz die bayerische Verfassung entgegen, um sie nochmal zu zitieren: Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern. Diesen Verfassungsauftrag verkehrt die CSU in Bayern seit Jahrzehnten ins Gegenteil, privilegiert die Höchstvermögenden. Wir schützen als bayerische Sozialdemokraten unsere bayerische Verfassung. Die Verfassungsfeinde sitzen in der bayerischen Staatsregierung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und mit der Klage als letztes vielleicht noch setzen CSU, CDU, AfD auch auf die Unsicherheit bei den Menschen, weil sie oftmals im Steuerrecht unsicher sind. Betrifft mich das jetzt, betrifft mich das nicht? Ich sage Ihnen einmal eins ganz klar, und das wissen Sie auch. Niemand muss wegen der Erbschaftssteuer sein Haus verkaufen. Das ist schlicht falsch. Es gibt diese Fälle. Es gibt sowohl die Möglichkeit, selbstgenutztes Eigentum vollkommen steuerfrei weiter zu bewohnen. Es gibt Freibeträge in der Schenkungs- und in der Erbschaftssteuer, sodass mit einer Übertragung alleine bei einer Familie mit zwei Kindern 1,6 Millionen Euro vollkommen steuerfrei übertragen und das alle 10 Jahre. Es geht hier um die Frage der Gerechtigkeit, aber auch der Finanzierung der öffentlichen Aufgaben. Die wollen Kollege wir Schrodi, ich sehe mich gleich gezwungen, auszuschalten. In diesem Sinne lehnen wir die Anträge ab. Dankeschön. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 7295 und 6388 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen.